Rote Ecke, Meunier. Blaue Ecke, Dembele. Round one. Bereit zur ersten Runde. Guter Inside-Kick von Meunier. Schöner Kick von Meunier zum Kopf. Aber Dembele fängt sich und bringt seinen Gegner direkt runter auf die Matte. Der Kick hat gesessen, aber Dembele nutzt die Situation, um seinen Gegner direkt runterzubringen, hat sich jetzt die Mount erarbeitet und kann jetzt hier Meunier mit Ground and Pound bearbeiten. Meunier versucht hier mit dem Rücken zum Käfig zu kommen, um sich aufzurichten, muss aber gleichzeitig die Hüfte seines Gegners runterschieben, sonst kriegt er ihn nicht von dieser Mount-Position weg, nutzt den Käfig, drückt sich ab am Käfig, explodiert und dreht den Kampf. Jetzt Dembele in der Unterlage. Aber Dembele versucht sich hier hochzudrehen, Meunier klettert ihm jetzt selbst in die Mount-Position und hat jetzt seinerseits die Möglichkeit, von oben mit Ground and Pound zu arbeiten. Ja, Dembele bewegt sich eigentlich ganz gut am Boden, versucht jetzt hier das Bein seines Kontrahenten zu schnappen und ihn so aus der Oberlage zu bewegen, aber muss natürlich die ganze Zeit aufpassen, dass er nicht durch dieses harte Ground and Pound von Meunier ausgenockt wird. Und der Referee ist schon ganz dicht nebendran. Meunier versucht jetzt nicht nur durch Ground and Pound Schaden anzurichten, sondern auch den Würgegriff von hinten anzusetzen. Guter Haken drunter durch. Schläge zum Hinterkopf sind verboten. Das heißt, Meunier muss immer von der Seite kommen. Jetzt kommt hier der Würgegriff. Aber bisher überlebt Dembele. Meunier jetzt mit dem Versuch des Rear Naked Chokes. Und es wird eng. Dembele ist komplett ausgestreckt. Denkbar schlechte Verteidigungsposition für ihn. Er muss wieder versuchen, zurück auf die Knie zu kommen, seinen Hintern hochzubringen, um sich bewegen zu können. Aus der Situation kann er sich nicht bewegen, kann sich nicht rausdrehen. Und Meunier hat jetzt hier alle Möglichkeiten, um diesen Kampf zu beenden. Aber Dembele kämpft. Muss die ganze Zeit aber Ground and Pound einstecken. Und Meunier jetzt wieder in dem Rear Naked Choke. Dembele klopft und der Kampf ist aus. Starke Leistung von beiden Kämpfern. Meunier die ganze Zeit von oben am Arbeiten. Ohne Pause. Dembele hart, zäh, lässt sich nicht unterkriegen. Aber am Schluss war der Choke zu eng und er musste dann doch abklopfen. Sieger. In der ersten Runde Arnaud Meunier durch Rear Naked Choke nach hartem Ground and Pound. Big hand. Grand applaudissement pour tous les deux combattants. Fighters, combattants. We have a decision, round one, 3:26. Rear Naked Choke. Winner, red corner. Coin rouge, Arnaud Meunier. Et remise par la trophée Eva. Merci Eva. Oh,
Oh, da kommt auch beim Coach das T-Shirt runter.